Nächster Teil der kleinen Serie. Gästeführer zeigen ihre Lieblingsorte. Wir stehen jetzt in der Nähe von Himmerod, oberhalb des Salmtals. Das heißt, das Gelände fällt hinten zum Salmtal ab. Und in der Geländesenke, die man dort sieht, da geht es Richtung Kloster. Ein Fußweg von etwa 15 Minuten. Und auf dem Höhenplateau, auf dem wir stehen, da steht der alten Hof. Heute eine kleine Siedlung. Und wenn ich mich drehe, dann sieht man das. Das ist einerseits der Bauernhof, der zum Kloster gehörte. Der Altenhof ist aus anderer Hinsicht aber auch wichtig, weil hier war die erste Ansiedlung der Mönche, hier im Himmeroder Bereich. Wenn man zurückgeht auf die Gründungszeit 1134-35, maßgebliche Kraft war der Erzbischof von Trier, Albero von Montreux, den ein Biograf als religiösen, aber starken Mann bezeichnet. Und der zur Sicherung seines Machtbereichs und zur religiösen Durchdringung seines Machtbereiches eben gerne Klöster gründete. Und er bat seinen Studienfreund Bernhard von Clairvaux, hier ein Zisterzienserkloster zu gründen. Die erste Ansiedlung war in Winterbach im Kühltal, in der Nähe der Mündung der Kühl in die Mosel. Also bei Pfalzel, in Pfalzel saß immer wieder der erzbischöfliche Hof. Und weil es dicht beim erzbischöflichen Hof war, das ist vermutlich der Grund, wurde das Kloster dann ein Jahr später verlagert, nämlich in den Bereich hier. Und die erste Ansiedlung der Zisterzienser war hier in dem Bereich des Altenhofs, hinter mir. Hier wohnten die Mönche und bauten dann im Tal unten ihr Kloster, bis der endgültige Umzug an den Standort unten im Tal erfolgte. Das Gelände wurde danach genutzt hier als Wirtschaftshof des Klosters, einer der typischen Wirtschaftshöfe, nicht weit entfernt, fußläufig zu erreichen, sodass Mönche hier der Landwirtschaft nachgehen konnten, aber im Kloster wohnen konnten. Und wie gesagt, dann auch in der Neuzeit Bauernhof des Klosters. Die Mönche hatten zu besten Zeiten hier etwa 180 Kühe, sind dann später die Kooperation mit einem Bauern eingegangen, der den Hof bewirtschaftet hat. Und vor einigen Jahren wurde die Landwirtschaft der Mönche dann hier komplett eingestellt, noch einige Jahre vor der Schließung von Himmerod insgesamt. Heute ist das ein kleiner Wohnort. Die Hofgebäude werden nicht genutzt. Ein kleiner Wohnort mit 5 oder 6 Häusern, aber sehr schön gelegen auf dieser Hochfläche mit weitem Blick und mit dieser wunderschönen Obstbaumallee, die man hier sehen kann. Einer meiner Lieblingsorte.